Wie nimmst du eigentlich auf? Das ist eine der Fragen, die ich interessanterweise gerade in letzter Zeit echt verhäuft bekomme. Und ich beantworte euch die liebend gerne. Teilweise wird dann auch danach gefragt, ob ich nicht mal so zeigen kann, wie ich aufnehme. In der Tat gibt es dazu schon ein Video. Ich weiß, ich muss meinen Kanal auch unbedingt mal ein bisschen aufräumen. Aber das ist eine mega Arbeit, den scheiß Kanal aufzuräumen, weil ich halt nicht nur zwei LPs habe, sondern durch diesen Special-Sonntag, den ich eine Zeit lang hatte, wirklich mega viele LPs, und ich weiß nicht, wie ich das in Kategorien unterordnen soll. Also wenn ihr da Ideen habt, gerne immer her damit. Ich sage es auf wie ein Schwamm. Und ja, auf jeden Fall gibt es ein Video dazu, beziehungsweise drei Videos dazu, wie ich meinen ganzen Workflow hatte. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile dreiviertel Jahr alt oder so. Ich hoffe, ich lüge nicht. Das lief unter dem Namen Hinter den Kulissen. Also wenn ihr da auf dem Kanal sucht, dann... Okay, nicht jetzt ausgefahren, schön. Wenn ihr auf meinem Kanal sucht, dann werdet ihr das sicherlich finden. Aber das ist zu 90% mittlerweile alles veraltet. Ja, das Einzige, was ich davon irgendwie noch übernehme, ist, dass ich in Vegas bearbeite und dann in MEGUI das Ganze encodiere. Von daher. Verdammt. Wenn da wirklich noch Interesse dran besteht, dass ich nochmal so kurz und knackig zeige, wie ich aufnehme, dann werde ich euch gerne das Ganze mal modellieren. Also kein Video machen, wie ich war. Wie ich hier irgendwie alles verkabelt habe oder so. Nö, ich würde euch halt einfach per Programm ein kleines Petri-Netz machen. Und da würde ich euch dann eine Bilddatei machen, die dann auf troftu.de verlinkt wird. Die werde ich dann irgendwo in einem Video verlinken. Und da könnt ihr dann sehen, ah, guck mal, der hat dies und das daran angeschlossen. Und mit dem Ding nimmt er auf, und wenn das aufgenommen ist, dann passiert dies und jenes. Aber im Endeffekt ist das ganz einfach, und wenn man Gran Turismo regelmäßig verfolgt hat, dann weiß man es auch. Deswegen einmal kurz mündlich. Meine PlayStation geht rein in den PC, in eine interne Steckkarte. Und zwar die Evermedia... Ja, verdammt. Wie heißt die? Live? Ne, die Evermedia Broadcaster HD heißt sie. Die hat keinen H264 Encoder direkt drauf, nein. Jetzt ganz wichtig, die Karte nimmt zwar auch andere Signale an, aber ich habe die PlayStation via HDMI da angeschlossen, und das geht normalerweise nicht, weil die PlayStation 3 alles HDCP verschlüsselt. Mit einem tollen HDMI-Splitter, den ich habe, der leider beim Splitten des Signals das HDCP-Signal verliert, was für ein Pech aber auch, kann ich dieses HDCP aushebeln und kann dann vom PS3 auch mit HDMI aufnehmen, was sich dann doch nochmal deutlich in der Qualität zeigt. Und das Ganze geht dann halt rein und wird lossless, verlustfrei mit Amarac TV aufgenommen. Meine Tonspur, nämlich mit dem Gratisprogramm, Amarac TV ist übrigens auch gratis, nämlich mit dem Gratisprogramm Audacity auf. Dann wird das alles einzeln exportiert und kommt in eine Testversion von Adobe Premiere oder Sony Movie Studio. Ja, ich habe es mir immer noch nicht gekauft. Ich komme mit Testversionen sehr gut klar, dann setze ich halt einfach den PC mehr auf. So, ja. Dann wird das Ganze per Frame-Server oder per einzelnen Export in MEGUI geladen, auch wieder ein super Gratis-Programm. Und dort wird das Ganze dann in einen MKV-Container zusammen encoded, sodass dann eine Gran Turismo-Folge je nach Länge und vor allen Dingen auch je nach Material so zwischen 1 und 4 GB liegt. Und die lade ich dann einfach hoch. Ja, das ist ein Workflow. Gut, hätten wir das auch geklärt. Jetzt gewinnen wir den Shit hier endlich mal.
Ach Gott. Moment mal. Verdammt, auf welcher. Ach Gott, nee, ne? Das habe ich jetzt echt die letzten 20 Minuten nicht gemerkt. Ich hatte Scheiße an. Zur Not kann ich das Getriebe auch noch ein bisschen kürzen. Das sieht man ja, da haben wir ein bisschen zu viel. Wie ich einfach mal überhaupt nicht mehr weiß, was ich auf welcher Taste liegen habe. Das ist ja schon eine Schande. Wieso habe ich da jetzt nach hinten geguckt? Habe ich einen Geist? Nein, ich habe keinen Geist. Apropos Geist. Ein Spiel, das mich ja persönlich überhaupt nicht interessiert. COD Ghosts. Ich denke mal, der ein oder andere unter euch wird es wohl gekauft haben. Und von mir aus, kauft's euch doch. Ich halte von COD ja mal überhaupt nichts. Ich meine, das ist jedes Jahr der gleiche Dreck. Und das ist so interessant, wie da die Wertungen auseinandergehen, ja. Ich glaube, GameStar hat wieder eine, keine Ahnung was gegeben, 92 oder so, oder 95, irgendwie sowas. Und dann hast du so einen Kontrast dazu, weil Giga nämlich eine 6 von 10 gegeben hat. Und das wäre eher meine Meinung. Vor allen Dingen, weil die GameStar dann auch noch in der gleichen Woche Battlefield 4 im Test eine 73, glaube ich, gegeben hat. Eine 73 war es, glaube ich. Eine 73, Mann. Sind die behindert im Kopf? Also ganz ehrlich. Ich meine, ich habe meine Probleme mit dem Multiplayer, ja. Und meiner Meinung nach sollten wir diese Sachen einzeln testen, Multi- und Singleplayer. Singleplayer spielst du 6 Stunden, spielst du einmal. Multiplayer habe ich jetzt schon fast 30 Stunden gespielt im Battlefield. Und ich habe meine Probleme damit, aber es ist trotzdem bombastisch. Also, wenn ich ihn bewerten müsste, momentan würde ich geben 85. Wenn die scheiß Bugs weg sind, dass man erschossen wird, bevor der Gegner überhaupt in die Ecke kommt, dann würde ich auch eine 95 geben. Für den Multiplayer. Singleplayer kann ich noch nicht zu sagen, bin ich noch nicht durch. Aber bis jetzt ist das so 0815 Kriegsshooter-Klischee. Wobei man da auch sagen muss, es sieht so mega gut aus, ja. Also das ist das schönste PC-Spiel oder generell das schönste Spiel, was ich bis jetzt gesehen habe. Das sieht so mega gut aus. Natürlich braucht man da auch einen potenten PC für. Wobei ja angeblich die PS4... Wobei ja angeblich die PS4-Version fast so gut aussieht wie PC auf Ultra. Das war schon krass. Ich meine, wenn ich meinen PC, der Battlefield auf Ultra schafft, mit so einer PS4-Hardware vergleiche, das ist schon ein krasser Unterschied. Alter, ich kann das Ding so nicht gewinnen, warte mal. Ich muss mal umstellen. Das geht so nicht. Nee. Ach komm, scheiß auf Ranglisten, interessiert mich nicht. Silbertrophäe interessiert mich nicht. Online-Rekord, Immortal Pilot. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der schon bei anderen Sachen den Online-Rekord hatte, denn ich kenne diesen Namen. Wahrscheinlich sogar bei der GT Academy. Scheint einfach ein mega guter Kerl zu sein, oder Frau, kann natürlich auch sein. Ich rede größtenteils in der männlichen Form, weil da statistisch gesehen Gamer dann doch noch eher männlich sind. Und vor allen Dingen, wenn ich mir meine Statistik der Videoaufrufe angucke, kann ich das so verifizieren. Da sind das nämlich so 90-10%. Natürlich weiß ich nicht, wer seine Daten gefaked hat auf YouTube. Das kann ja jeder einfach machen. Beziehungsweise YouTube ist es ja nicht mehr. Google Plus.
Stört mich auch ein bisschen, dass da jetzt alle so mega am Haten sind. So, oh mein Gott, ich will das alte Kommentarsystem wieder haben. Ich persönlich finde es nicht schlecht. Muss ich einfach mal so sagen. Natürlich hat das Nachteile, klar. Ich würde jetzt auch nicht zwingend wollen, dass das Ganze verknüpft ist mit Google Plus. Gerade wenn ich Google Plus irgendwie privat nutzen würde. Aber ich muss das ja auch mal so sagen, das alte System, das war ja wohl schon seit ewigen Zeiten scheiße. Ich meine, ich möchte nur mal daran erinnern, dass ich zum Beispiel einen Kommentar gekriegt habe. Ich dann auf die Seite klicke, Kommentare anzeigen und da stehen da zum Beispiel zwei Kommentare von zwei verschiedenen Personen. Da antworte ich darauf. Und dann wird mir gesagt, oder wird mir da angezeigt, zwei neue Kommentare. Klicke ich drauf und da stehen da auf einmal nochmal die gleichen Kommentare. Und da denke ich, okay, war wohl ein Fehler seitens YouTube. Löschte die, weil es Doppelposts sind. Ja, von wegen. Keine Doppelposts, sondern ich habe praktisch Kommentare gelöscht, die einfach berechtigt waren. Ist mir einmal passiert mit Dragon Vampires Kommentar und einmal mit, keine Ahnung, wessen Kommentar. War auf jeden Fall nicht cool. Oder die 500-Zeichen-Beschränkung, auch überhaupt nicht cool. Ich meine, wie willst du mit jemandem diskutieren oder jemandem irgendwas erklären, wenn du nur 500 Zeichen hast? Ich meine, unter dem einen oder anderen Gespräch, das man da führt, habe ich teilweise 4 Kommentare geschrieben, um die Anzahl der Zeichen irgendwie hinzukriegen. Ich meine, überleg doch mal, wie wenig sind 500 Zeichen. Finde ich also gut. Ich finde auch gut, dass man andere Personen jetzt taggen kann. Wieso zum Teufel ist die Runde ungültig? Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Habe ich ja gar nicht drauf geachtet. Wann ist sie denn ungültig geworden? Ich meine, ich bin auch mega gut dabei jetzt. Okay, jetzt nicht mehr. Das mega grelle, das man da übrigens sieht, tut mir leid. Falls es in der Aufnahme auch so hell ist. Ich werde mal gucken, woran es liegt. Und in der Zwischenzeit, wir kriegen ja eh schließlich keine Punkte oder keine valide Rundenzeit, dann machen wir einfach mal dieses. So, und jetzt gehen wir voll drauf. Hier schön weit ausholen. Und dann Vollgas. Die volle Streckenbreite ausgenutzt. Vor allem, wie ich einfach fahre und ich höre meine PC-Sounds auch noch die ganze Zeit auf dem Kopfhörer, ne? Und wie der iTip2 mich gerade eben einfach mindestens 10-mal angeschrieben hat. Ich weiß noch nicht, ob es nur er ist, vielleicht ist es auch Pascal. Aber ich höre da und dieses Wusch, Wusch. Dieses Geräusch, das Jitsi halt macht, wenn man eine Nachricht kriegt. Jetzt gerade eben, in dem Moment, in dem ich das gesagt habe, wieder 3-mal. Das ist so mega irritierend, das glaubt ihr mir gar nicht. Und schon wieder. Notiz an mich, Jitsi ausmachen, wenn ich aufnehme. Ich kann ihn nicht abschütteln. No! Verdammt. Da habe ich wohl verkackt. Noch eine Sache, die mir gerade in Erinnerung kommt.
es ist jetzt nicht mehr allzu lang, bis die PS4 rauskommt, und es ist auch nicht mehr allzu lang, das ist nämlich nur ein Tag. Dann ist das am selben Tag, oder? Auf jeden Fall kommt am Ende dieses Monats Last Man Standing 2. Dem einen oder anderen sicherlich ein Begriff. Den anderen sei es kurz erklärt. Das ist ein 8 Stunden Livestream-Event mit den größten deutschen Let's Play-YouTubern Gronkh und Sarata als Team Gronkh mit ein paar anderen Leuten gegen das Team Pete's Meat. Was ich beim ersten Mal schon geguckt habe und eigentlich ganz lustig fand. Und ja, da gibt es Wildcards für. Man kann da also, ich glaube, 2 Karten gewinnen, um da mitzumachen. Und eine Disziplin, in der man beschreiben muss, ob man da gut ist, ist Gran Turismo. Deswegen denke ich, dass die Schweinepriester da tatsächlich dann Gran Turismo 6 in der finalen Version spielen werden, bevor es rauskommt. Und das stört mich. Ich hoffe, dass ich das dann auch so früh schon von GameStop kriegen kann, das wäre natürlich toll. Alter, ich krieg mich nicht, ich muss eine halbe Sekunde aufholen, wie soll ich das machen? Ich bin zu schlecht. Ich bin so schnell, wie ich halt bin. Also ich bin so schnell, wie mein Vergangenheits-Ich ist. Ich habe keine Lernkurve oder so. So, auf ein neues. Wir machen jetzt einfach noch 3 Runden. Gucken, ob es was wird. Leichte Führung. Die genau reichen würde. Nein! Damn it! Verdammt! Dabei war ich genau 539.000stel. Das wäre nämlich 0,53 Sekunden vor mir. Das hätte genau gereicht, wenn ich das hätte durchfahren können. Aber wie sagte mein alter Deutschlehrer so gerne, hätte, hätte, Fahrradkette, wäre, wäre, Bastelschere. So, auf ein neues. Noch 2 Versuche. Das war der beste Versuch ever. Und auch noch schön in die Box rein. Schön. Schön, das... Das ist praktisch... Also, in dieser Kurve, das war die... Versinnbildlichung... meiner heutigen Tagesform beim Fahren. Ich hoffe, es gelingt mir bei GT6 besser. Ich habe nämlich keine Lust, alle Lizenzen 5-mal zu wiederholen.
Boah, wie sehr ich mich schon auf die Lizenzen freue. Ich hoffe, man braucht die wieder, um irgendwas zu fahren und keine XP-Punkte. Vielleicht ist das auch schon bekannt, aber ich habe es halt einfach nicht mitgekriegt. Das kann auch sein. Boah, wie ich jetzt einfach mal für... Das war nicht cool. Aber die Führung reicht. Ach komm! You serious? Ich bin so scheiße. Okay, letzter Versuch. Alles oder nichts. Und dann hatte ich irgendwas gelesen. Ich übernehme keine Haftung, ob das jetzt richtig ist oder falsch. Da hatte ich gelesen, dass wohl Nitro in GTA 6 vorhanden sein wird. Und da würde mich mal interessieren, was haltet ihr davon? Nitro in Gran Turismo 6? Gut oder schlecht? Ich denke mal, die Drifter unter euch wird es freuen. Mit so einem Nitro-Boost kann man dann relativ schnell den Wagen nochmal abfangen. Aber zum normalen Rennen. Nitro, ja oder nein? Also wenn du mich fragst, nein. Gehört einfach nicht zu einem Rennen. Wenn die jetzt richtig coole Drag Races da einrichten würden. Das wäre wieder cool mit Nitro. Voll am Kurvenscheitelpunkt vorbeigefahren. Und damit ist auch diese Runde ungültig, wir können es knicken. Ja, vielleicht nehme ich morgen nochmal ganz neu auf und dann fahren wir das nochmal. Mal schauen, ich weiß es noch nicht. Ich weiß es wirklich nicht, aber andererseits wird ein bisschen langweilig, ne? Mal schauen. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und ich freue mich, dass wir wieder zusammen GT fahren können. Und ich freue mich noch mehr darauf, wenn wir dann wirklich nochmal beim Community-Rennen ein letztes Mal in GT 5 zusammenfahren. Wann das ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, da gibt es dann ein separates Ankündigungsvideo zu. Ich bin nochmal weg.